Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieses Thema sehr ambivalent angegangen wird, war ja klar. Die Staatssekretärin hat ja versucht, auf Vorteile und Nachteile auch hinzuweisen. Aber dass so alles falsch war bei Ihnen, das ist wieder bezeichnend. Und ich will mal versuchen, mich der Sache realistisch zu nähern. Natürlich ist es so, dass intelligente Systeme, sagt man ja immer, können die alle Probleme lösen. Natürlich können nicht alle Probleme lösen. Aber für die einen ist die Digitalisierung Teufelszeug und für die anderen ist es der Heilsbringer. Und ich muss sagen, nicht nur 0 und 1 zählt oder schwarz und weiß, sondern wir brauchen die entsprechenden Graustufen. Das ist doch ganz klar. Und die einen sagen, für uns ist es das Thema, um die Energiewende voranzubringen. Für alle anderen, die anderen sagen, es ist Tür und Tor geöffnet für den Datenmissbrauch. Die einen sagen, es ist Transparenz und es ist verbraucherfreundlich. Und die anderen sagen, wir können Profile erstellen. Dann wird natürlich gesagt, es wird eine neue kritische Infrastruktur aufgebaut. Aber es ist nicht Mark Ellsberg bei Blackout, sondern hier geht es um eine Technologie, die beherrschbar ist, meine Damen und Herren, und die kommen soll. Und eins muss man auch sagen, es ist eine europäische Richtlinie, die vereinbart ins nationale Recht umgesetzt werden muss. Und jetzt müssen wir schauen, wie kriegen wir das am besten hin mit allen Vorteilen, die da sind. Und ich will mich mal versuchen, den Möglichkeiten, den Chancen und auch dem Nutzen mal so zu nähern, dass wir sagen können, dass wir was davon haben. Erstens, das denke ich zumindest, und da sind wir uns auch mit allen in der Branche einig und auch mit den Verbraucherschutzverbänden, dass es eine transparente Energie, ein transparenter Energieverbrauch möglich ist, dass eine transparente Abrechnung möglich ist, dass eine Visualisierung, da haben Sie vollkommen Unrecht, Herr Lenkert, es ist eine Visualisierung möglich. Dadurch kann ich natürlich auch mehr Energieeffizienz an den Tag legen. Ich kann natürlich auch dann Stromfresser in meinem Haushalt ausfindig machen und den entsprechend ausschalten. Und natürlich habe ich einen variablen Stromverbrauch. Natürlich habe ich variable Tarife damit. Natürlich kann ich kundenbezogen, angebotsbezogen arbeiten. Das ist alles nachgewiesen. Ich darf nur daran erinnern, wir hatten ja früher die Nachtspeicherheizung, wenn Sie sich daran erinnern können, haben wir ja eigentlich immer noch. Und da gab es eine analoge Uhr, da hat man von 22 bis 6 Uhr morgens das eingeschaltet und dann hat man das Nachttalement ausgesenkt. Jetzt ist die große Chance, ja, dass man zum Beispiel in der Uckermark und in Barnim stehen 700 Windkraftanlagen, aber nicht genügend Netze, die den Strom angebotsbezogen dann entsprechend zum Verbraucher schaffen. Jetzt könnte es doch eine Möglichkeit sein, während ich hier mit Ihnen rede, dass der intelligente Zähler sagt, 20% günstiger, du kannst dein Haus jetzt zumindest heizen oder der Supermarkt kann entsprechend seine Klimaanlage anschalten, was auch immer. Das ist immerhin besser, als den Strom abzuschalten und trotzdem zu vergüten, wie es jetzt bei Redispatch zurzeit möglich ist. Und das wollen wir erreichen, meine Damen und Herren. Und es ist auch möglich, die Überproduktion bei einer geringen Nachfrage entsprechend zu einer nutzbaren Energie zu verhelfen. Natürlich ist die Direktvermarktung von erneuerbaren Energien auch ein Thema bei Smart Mietern, bei diesen intelligenten Systemen, dass sich die Volatilität, die wir ja nun mal bei erneuerbaren Energien haben, ein bisschen mehr in den Griff bekomme, dadurch, dass ich dann, wenn der Strom bei großer Windstärke, bei großer Sonneneinstrahlung verfügbar ist, dann entsprechend angebotsbezogen an die Kunden gebe. Und ich erreiche damit auch durch die entsprechenden Spannungsstabilitäten, entsprechende Netzstabilität und auch eine bessere Auslastung des Netzes. Und wenn wir das dann flächendeckend haben, können wir sogar auf das ein oder andere Netz eventuell verzichten. Aber wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Und das muss man natürlich ganz klar beleuchten. Und da hat die Staatssekretärin völlig zu Recht gesagt, wir haben das weltweit den weltweit konsequentesten Ansatz bei dieser Technologie, weil wir sagen, wir lassen nur intelligente Zähler zu, die ein ganz klares Schutzprofil haben, vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert. Und ohne dieses Zertifikat darf es keinen Zähler geben. Und ich glaube, dieser Schutz der Verbraucherdaten steht für uns an oberster Stelle. Wenn Sie sich die Papiere vom Ministerium durchlesen, steht das an erster Stelle, dann kommen erst eigentlich die Vorteile. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Und eins muss man auch klar sagen, bis 10.000 Kilowattstunden, der Durchschnitt liegt bei 3.500 bis 4.000, passiert überhaupt nichts. Da ist es wie bisher,
dass sie einmal im Jahr eine Abrechnung bekommen, einmal im Jahr wird eine Übermittlung gegeben, wenn ich nicht einen anderen Tarif haben möchte. Wenn ich sage, es soll dabei bleiben, dann gibt es eine einmalige Übertragung im Jahr und damit ist es gut. Und das können Sie selbst entscheiden. Es gibt dieses Opt-in, es gibt dieses Opt-out, dass man sagen kann, das möchte ich oder ich möchte es entsprechend nicht. Es gibt ganz klare und ganz strenge Löschvorschriften. Es gibt keine detaillierten Nutzerprofile. Sie können keine Profile auslesen. Sie können keine Lebensgewohnheiten, was eben gesagt wurde, auslesen. Sie werden nicht von Ihrem Kühlschrank ausspioniert, weil die Daten aggregatisiert abgegeben werden und eben anonymisiert. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn ich keine andere Tarifwahl habe, dass ich das letztendlich dann auch nutzen kann und auch nutzen möchte. Es gibt, und das ist ganz klar, natürlich keinen hundertprozentigen Schutz. Den gibt es nirgendwo in der Welt. Aber sich dann zu verstecken, zu sagen, wir müssen es so lange regulieren, dass dieses Geschäftsmodell, diese Chancen, die ich genannt habe, nicht mehr möglich sind, halte ich für falsch. Und deswegen möchte ich auf zwei, drei Punkte in dem Entwurf noch mal eingehen und das auch in Richtung Ministerium. Ich denke persönlich, dass der Rollout in Deutschland zu lange dauert. Der Großteil des Rollouts besteht darin, dass wir erst 2020 anfangen mit der Installation der Zähler. Davor gibt es ein paar Großverbraucher, die schon ran müssen, aber ab 2020 geht es erst so richtig los. Da sind viele Länder in Europa schon durch. Die haben bis zum Jahre 2020 schon abgeschlossen und wir wollen erst mit 80% der Anlagen beginnen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob das dann noch wirtschaftlich ist. Wenn andere Länder besser sind, verlieren wir auch hier wieder den Anschluss, können das, was wichtig und was notwendig ist, nicht nutzen. Vielleicht sollten wir da ein bisschen zügiger vorangehen. Ein weiterer Punkt ist, und das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, weil im Gesetzentwurf steht, dass die Datenauswertung, dass die gesamte Bilanzierung bei den vier großen Übertragungsnetzbetreibern landen soll. Das sollten wir überdenken. Ich denke, dass es besser wäre, die Daten von einem Stadtwerk auszuwerten, wenn es zur Auswertung kommt, als bei den vier großen Netzbetreibern. Ich glaube, das Vertrauen der Menschen ist bei der Verteilnetzebene größer angesiedelt als bei den Übertragungsnetzbetreibern. Einfach mal zur Überlegung, ob wir in der zweiten und dritten Lesung da noch was hinbekommen. Ich hielte das für besser, insbesondere was die Akzeptanz der Menschen angeht. Bei der Auskömmlichkeit sollten wir vielleicht auch noch ein paar Gedanken darin verschwenden, ob die Preisobergrenzen brutto oder netto sind. Also das, was alles in diesen Dingen reingepackt werden muss, ob das dann wirklich die Bruttogrenze ist. Das heißt, ich bin für flexible Preisobergrenzen, denn viele Anbieter sagen, es ist auch möglich, unter den Preisobergrenzen, die jetzt festgelegt wurden, zu sein. Vielleicht kann man das flexibler gestalten. Aber wir müssen überlegen, und da wäre es ganz gut, dass wir bis zur nächsten Lesung einfach noch mal ein paar Berechnungen bekommen. Ist es eine Bruttozahl, ist es eine Nettozahl? Wie gestalten sich ganz genau die Preisobergrenzen? Und dass wir das dann letztendlich in der Anhörung noch mal miteinander beraten. Meine Damen und Herren, Smart Meter, das ist kein Selbstzweck. Ich denke, das ist eine große Innovationskraft, die Deutschland nutzen sollte. Wir sind hier oft Vorreiter gewesen bei der Digitalisierung, sind aber jetzt so ein bisschen selbst der Bremser aus Angst vor der eigenen Courage. Und ich denke, wenn wir die Fragen offen angehen und dann letztendlich miteinander das gut beraten, auch bei der Anhörung, die wir haben, können wir zu einem guten Ergebnis kommen. Das wünsche ich mir. Danke. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Oliver Krischer von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.